Ich begrüße diejenigen, die nicht aus dem deutschen Norden kommen, ganz herzlich hier in Hamburg. Wir freuen uns, dass ihr alle den weiten Weg in den Norden gemacht habt und wir uns jetzt hier in Hamburg versammeln, um ein Thema zu bewegen und zu diskutieren, das in ganz Deutschland eine große Rolle spielt, nämlich wie kriegen wir das hin, dass die Familien eine gute Zukunft haben? Wie können wir uns Gedanken machen über ihre Lebensverhältnisse und die Frage, was ist eigentlich aus unserer Perspektive das, was wir unterstützend machen können? Ich glaube, dass das Leben von Menschen, die sich anstrengen, sich Mühe geben und sich um ihre Familien kümmern, nicht einfach ist. Wie schwer es sein kann, kann man manchmal merken, wenn man sich in anderen Ländern umschaut. Also zum Beispiel, was für ein Aufwand das ist, eine gute Schule, eine gute Kinderbetreuung zu bekommen. Wie viel Geld das kostet und dass man manchmal umziehen muss, um in die richtige Gegend zu kommen. Das ist ja die Art und Weise, wie in vielen Ländern der Welt dafür gesorgt wird, dass die einen in die eine Schule, in die andere Schule gehen, dass um die guten Schulen herum hohe Immobilienpreise sind und es dann gar nicht so einfach ist, was zu tun für seine Kinder, wenn man nicht genug Geld hat. Oder die Frage, welche Schulden hat man, wenn man für seine Kinder ein Studium organisieren will. Das sind 100, 150.000 Dollar, die manche haben, wenn sie mit der Arbeit anfangen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Alles Dinge, die wir uns aufgrund einer sozialstaatlichen Tradition und immer wieder erfolgreicher sozialdemokratischer Politik in Deutschland nicht so richtig vorstellen können. Aber dass da nicht sicher ist und dass manches erst in jüngster Zeit erkämpft ist, das müssen wir uns sagen. Die Studiengebühren sind in Deutschland Stück für Stück eingeführt worden, immer wo die CDU die Gelegenheit dazu hatte und dann Stück für Stück wieder ausgeführt worden, immer wenn wir die Gelegenheit erneut dazu hatten. Und ich sage, das ist Politik. Und so ähnlich ist es, wenn es um die Frage geht von Krippen und Kitas und was wir da tun können. Gestattet mir, dass ich als Bürgermeister dieser Stadt ein bisschen erzähle, wie wir uns überlegt haben, mit den drei Dingen, die wir heute diskutieren wollen, umzugehen. Hamburg hat sich entschlossen, mit der Wahl eines sozialdemokratischen Bürgermeisters und einer Mehrheit für die Sozialdemokratische Partei in dem Hamburger Parlament der Bürgerschaft, dass wir die Gebühren für Krippen und Kitas abschaffen. Und dass wir ein flächendeckendes Angebot überall in der Stadt für alle Eltern entsprechend ihrer Nachfrage und ihrer Interessen organisieren. Keine so leichte Sache, weil erstmal muss das Angebot groß genug sein und überall vorhanden und muss es auch für die Eltern, die das wollen, Ganztagsbetreuungsplätze geben, worauf es einen Rechtsanspruch gibt. Aber es geht eben auch darum, das zu finanzieren. 5 Stunden sind in der Krippe und in der Kita gebührenfrei. Das ist etwas, das wir aufwenden und das ist mittlerweile in unserem Haushalt ein Betrag von fast 800 Millionen Euro. Und wir gehen davon aus, dass das, wenn das so weitergeht, irgendwann auch mal 1 Milliarde werden kann. Bei einem Haushalt, der so wie alle anderen rechnen, 12 Milliarden umfasst, ist das ein erheblicher Batzen und zeigt, welchen Wert wir der Betreuung von Kindern in dieser Stadt zumessen. Er zeigt aber auch etwas ganz anderes. Und das ist mir ganz besonders wichtig. Er zeigt vor allem, dass all die ideologischen Debatten, ob man das tun soll oder nicht, völlig überflüssig sind. Wenn die Eltern und wenn die Kinder die Möglichkeit haben, ein solches Angebot zu nutzen, dann tun sie es auch. Alles das ist freiwillig. Jeder hier im Raum weiß, dass die immer mal wieder in Talkshows diskutierte Kita-Pflicht verfassungswidrig ist. Aber wir brauchen gar keine Kita-Pflicht. Wir brauchen einfach ein ausreichendes und für die Eltern bezahlbares Angebot. Und ich sage, es ist richtig, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und dass wir das Geld dafür zur Verfügung stellen. Übrigens, eine Bemerkung ist mir ganz wichtig. Es stimmt auch nicht, wenn man sagt, da werden die Falschen entlastet, wenn man die Gebühren abschafft. Denn wer sind die Falschen? Das sind Leute mit normalem Einkommen, 2.800 Euro, beide Eltern berufstätig, die finden sich nicht reich. Aber manche haben diese Thesen über viele, viele Jahre erzählt. Und ich sage, in einer Zeit, in der das nicht so einfach ist, als jemand, der zur Mittelschicht gehört, der ein einfaches Einkommen hat, zurechtzukommen, wo man jeden Tag rechnen muss, ist diese Entlastung um mehrere hundert Euro im Monat für viele Mittelschichtsfamilien und für diejenigen mit wenig Einkommen sowieso dringend notwendig gewesen. Und sie freuen sich jeden Tag darüber, dass wir das als Sozialdemokraten möglich gemacht haben.
Wir brauchen auch Schulen, die man besuchen kann und wo man die Möglichkeit hat, Ganztagsbetreuung für seine Kinder zu finden. Das gibt es als flächendeckendes Angebot in unserer Stadt. Alle Schulen haben Ganztagsangebot. Und zwar von Anfang an. Diese Möglichkeit ist auch genutzt. Die Ganztagsschule als freiwilliges Angebot hat eine unglaubliche Karriere gemacht. Und seitdem das möglich ist, nehmen das immer mehr Eltern auch tatsächlich wahr. Und deshalb sage ich, wir brauchen eine Politik, die zum Beispiel die Länder und Gemeinden in Deutschland in die Lage versetzt, diesen Schritt auch zu gehen, Stück für Stück, selbstverständlich, von einem Tag auf den anderen geht es nicht, aber zu sagen, wir haben da eine Perspektive, denn eins beweist sich ja, wenn man bei uns hinschaut, wenn die Eltern die Möglichkeit haben, dann nutzen sie sie auch. Es geht um ein freiwilliges Angebot und wir brauchen das für unsere jungen Leute. Und wir müssen etwas tun, dass diejenigen, die die Schulen verlassen, auch eine gute Qualifikation haben. Meine Perspektive ist Abitur oder Berufsausbildung. Und das heißt, dass wir etwas dafür tun müssen, dass man einen Hochschulabschluss erwerben kann. Bei uns geht das auf jeder Regelschule, auf der Gymnasium und der Stadtteilschule. Aber es heißt, dass wir auch etwas dafür tun müssen, dass diejenigen, die zum Beispiel nach der 10. Klasse die Schule verlassen, die Möglichkeit haben, tatsächlich eine Berufsausbildung auch zu ergreifen. Und wir haben unsere ganzen Möglichkeiten eingesetzt, als Staat, der für die Schule zuständig ist, eine Jugendberufsagentur aufzubauen, die guckt, was wird eigentlich aus den Leuten nach der Schulzeit. Und seitdem wir das machen, nimmt die Zahl derjenigen, die mit der Berufsausbildung spätestens nach einem Jahr auch tatsächlich anfangen können, dramatisch zu. Ich glaube, das sind wir den jungen Leuten auch schuldig. Und natürlich gehört zu den Voraussetzungen, die man braucht, um gut leben zu können, und das merkt man in den großen Städten allemal, dass da auch bezahlbare Wohnungen da sind. Und darüber werden wir heute noch sehr sorgfältig und sehr fachlich diskutieren, und all diesen Diskussionen will ich nicht vorweggreifen. Aber eins will ich sagen, das Thema für eine Nebensache zu halten, wie das die CDU immer, wenn sie Verantwortung hatte, getan hat, das ist ein ganz schlimmer Fehler. Ich erinnere mich jedenfalls noch, wie es war vor 2011, bevor ich gewählt wurde. Da war die Fachmeinung, die öffentlich vertreten wurde vom Senat, von der Regierung, vom Bürgermeister über lange Zeit, bis der Wahlkampf näher kam, dass es gar keinen Wohnungsmangel gibt. Man müsse nur richtig rechnen. Aber wir sind ja nicht Leute, die nur irgendwie von irgendwem sich was erzählen lassen. Wir kennen ja diejenigen, die eine Wohnung suchen. Das sind wir manchmal selber. Das sind diejenigen, die wir uns als unsere Freunde empfinden, unsere Kinder, unsere Eltern, die dann Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden, weil sie merken, was passiert, wenn nicht genug da ist. Und ich will das sagen, die Menge ist von ganz entscheidender Bedeutung. Wer das nicht versteht, dem empfehle ich, sich einmal umzuschauen in anderen großen Städten der Welt. London. Eine Mitarbeiterin von mir hat mir gestern erzählt, sie hat kurze Zeit in London studiert. Da hatte sie auch ein Zimmer, umgerechnet der Quadratmeter 100 Euro. Miete, wohlgemerkt. Und ich sage, das sind Verhältnisse, die sehr schnell eintreten können, wenn man nicht genug Wohnungen baut. Dann können sich normale Leute mit einem ganz normalen Einkommen sowas nicht leisten. Über London gibt es immer wieder, so schön in den Sonntagszeitungen wird das seitenweise ausgebreitet, Berichte, dass erwachsene Leute in WGs leben, Rechtsanwälte, Wissenschaftler, Leute mit gutem Einkommen, nicht weil sie das WG-Leben so toll finden, da hätte ja keiner was gegen, sondern weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, in irgendeiner Art und Weise zentrumsnah, und das ist so groß wie Hamburg, zu leben. Und ich sage deshalb, das darf bei uns in Deutschland nicht passieren. Wir müssen auch verhindern, dass es solche Situationen wie in San Francisco gibt. Eine kleine Stadt übrigens mit 700.000 Einwohnern, mit aber einem Bombenruf, muss man zugeben. Und ich war da neulich übrigens joggen, als ich im Urlaub war. Und dann sagte jemand, moin moin, Herr Bürgermeister. Das fand ich ganz nett. Aber wir waren in der falschen Stadt. Jedenfalls ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man sich klar macht, was da passiert. Da gab es Demonstrationen gegen die Busse von Google, von LinkedIn, Facebook, wo die jungen, gut verdienenden Mitarbeiter aus dem Silicon Valley
aber gerne in San Francisco leben wollen und dann fahren sie morgens los, gleich mit WLAN-Anschluss. Aber einige, die in diesen Städten lange gelebt haben, können sich ihre Wohnung jetzt nicht mehr leisten. Und das weist natürlich, und das ist auch ein Hinweis auf die große Herausforderung, die wir haben, auf die Schwierigkeiten hin. Man muss welche bauen wollen, man muss das Geld dafür zur Verfügung stellen, aber man muss es auch rechtlich durchsetzen. Und da hoffe ich natürlich auf die Bundespolitik, dass sie sich noch richtig was traut, denn dass es in deutschen Großstädten 3 Jahre dauert, einen Bebauungsplan zu machen, überall, ist vielleicht nicht die beste Idee. Es muss ja nicht so gehen, wie der Chef der deutschen Bauwirtschaft, der wahrheitsgemäß gesagt hat, wenn es keine rechtlichen Behinderungen geben, könnten wir in einem Jahr 100.000 Wohnungen bauen. Das stimmt. Nun wollen wir die rechtlichen Behinderungen ja nur schnell gestaltbar machen und nicht abschaffen. Es soll schon Planrecht geben, kann nicht jeder machen, was er will. Aber 3 Jahre ist wirklich sehr viel. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir neue zusätzliche Möglichkeiten, damit das auch mit dem Tempo geschieht, das man sich selber vorstellt. Und damit wir gewährleisten können, dass viele Wohnungen haben, in die sie auch einziehen können. Und an dieser Stelle gestattet mir eine kurze Bemerkung, weil man ja mit Vorurteilen, die der eine oder andere sich so schnell erzählt, auch mal aufräumen soll. Sozialwohnung, das ist was für ganz wenige. Wer sich mit dem Job auskennt, wie einige hier im Raum, weiß, dass es noch nie anders war, außer die deutschen Gesetze waren gerade ganz schlecht, als dass die Hälfte aller Haushalte im Prinzip berechtigt ist, eine geförderte Wohnung zu beziehen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es falsch ist, nur Richard Florida hinterherzulaufen und der Creative Class teure Luxuswohnung zu bauen, was alles ganz schick ist. Das wollen wir auch alles. Sondern wir müssen eben gleichzeitig dafür sorgen, dass Leute, die einer normalen Arbeit nachgehen, ein normales Einkommen haben, auch zurechtkommen können. Und die normalen Einkommen sind auch in dem reichen Deutschland so, dass immer die Hälfte einer Großstadt in der berechtigt wäre, eine geförderte Wohnung zu beziehen. Und deshalb brauchen wir wieder mehr sozialen Wohnungsbau in Deutschland, als es bisher der Fall ist. Drei Themen also, über die wir hier diskutieren und wo wir hier in Hamburg schon viel vorangemacht haben. Unser gegenwärtiges Wohnungsbauprogramm lautet 10.000 Wohnungen pro Jahr und ein Drittel davon geförderte Wohnungen. Das ist richtig viel. Und das zeigt auch, dass man harte Arbeit vor sich hat. Aber wir haben ja auch heute uns harte Arbeit für ein paar Stunden vorgenommen und wissen, das ist nur ein ganz kleiner Beitrag zu der großen Aufgabe, die wir vor uns haben. Ich freue mich, dass Sie alle hierher gekommen sind, dass wir uns über eine sozialdemokratische Politik, über Sozialstaatsaufgaben für die Zukunft unterhalten können, die etwas mit dem Leben junger Familien, von Älteren, von Jungen zu tun haben, die einfach gut zurechtkommen wollen, wo sie sich doch sowieso so viel Mühe geben. Alles Gute.